Wissenschaftlerin zu sein bedeutet für mich, auch arbeite mit Patienten Zeit, um Paper zu lesen, neue Forschungsideen mit Kollegen zu entwickeln. Mein Name ist Tati Mintam. Ich bin Psychiaterin und ich arbeite an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Campus Benjamin Franklin. Ich habe in Vietnam studiert an der Hanoi Medical University und dann danach bin ich nach Deutschland gekommen und habe ich auch die Möglichkeit, deutschlandweit die erste Spezialambulanz für vietnamesische Migranten zu eröffnen. Und da habe ich auch meinen Schwerpunkt auf Einfluss von Migration auf diese psychische Gesundheit von Menschen mit Migrationshintergrund. Dann habe ich auch gemerkt, dass diese viele vietnamesische Patienten berichten sehr, sehr häufig über Nebenwirkungen von Antidepressivum. Normalerweise bei deutschen Patienten gebe ich sofort 10 Milligramm Citalopram. Bei vietnamesischen Patienten, wenn ich 5 Milligramm Citalopram gegeben habe, dann hat Patienten sehr starke Nebenwirkungen entwickelt. So, diese Zittern so, und Magen-Darm-Beschwerden. Und dann frage ich mich, warum ist es so? Und dann habe ich auch in der Literatur gefunden, das ist bei Asiaten, dass diese Zytochrom-Aktivität ist anders als Patienten mit deutscher Ethnie. Das ist eigentlich diese Ursprungideen. Wir möchten gerne diesen Zusammenhang zwischen erhöhter Zytochromaktivität und diese depressive Symptomatik nachweisen. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass es diese Verbindung von klinischer und von Labor. Und da ist, finde ich auch gut, dass wenn wir jetzt sogenannte personalisierte medizinische Ansatz bei dieser Gruppe anwenden können. Zum Beispiel dass für vietnamesische Patienten nehme ich immer diese Medikamente in Lösung, dann, sodass ich sehr, sehr langsam ein- und aufdosieren kann. Ich kann auch um 1 Milligramm dieses Medikament erhöhen. Das ist dieser Moment, wo man auch diese klinisch mit dieser wirklich so grundlegende Forschung oder dieser Wissenschaft verbinden können, wie diese Übersetzung. Und für mich ist schon klar, Medizin muss auch mit Forschung verbunden sein.